Machen wir es mal auf dem Weg nach oben. Also ist ja auch nicht so, dass sie zu wenig Bilder haben, ne? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Nachdem Edie mit. retaliated and drilled peepholes. Schlug daraufhin zurück und bohrte Gucklöcher. Gut, die haben wir ja nur entdeckt. Da sind die Türen auch verklebt. Die hat alle Türen dicht gemacht. Waren, also, ne? Alter, die Säge ist ja cool, wa? So eine will ich auch haben. Ich will das ganze Haus haben. Finde ich ja recht, finde ich echt, ich finde das cool. Das ist ja Wahnsinn. Und die ganzen Bilder, das ist ja da, also die Hölle. Was noch, gehen wir mal hier rum. Oh. Eine Tür ist offen. Können wir uns da reintrauen? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Okay, erst so der Fischtyp hier. Ist wahrscheinlich ein Fischer oder sowas. Was haben Louis wir told hier? me there were secret passages, but I never believed him. Erzählte mir, dass es Geheimgänge gäbe. Aber ich habe ihm nie geglaubt. Gut, versuchen wir hier mal einen Schlüssel. Ein Tagebuch. Es ist auf. Gut, Turns mach. out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Nur wird spannend, Freunde. Nur wird spannend. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Also zeichnen kann er, ne? Malen, wie auch immer. Aha. Für die Kinderchen, so Reading klein. this, maybe it sounds like I had a plan. But Okay. I had no idea what was behind that door. Okay. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Wird gespeichert, okay. Wird gespeichert. Molly. Scheint Mollys Zimmer zu sein. I grew up looking at Molly's room through the peephole. In meiner Kindheit habe ich Mollys Raum durch das Guckloch gesehen. Sag mal, sind die alle vor. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Eine Rennmaus. Okay. Gut, da war sie wohl drin. Ich wäre jetzt auch sehr erstaunt, wenn die hier doch rumlaufen würde. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Hinter einem Gemälde getreten. Alter, sehr cool. Molly. Oh, da ist noch eine Tür. Nee, kommen wir nicht durch. Geht nicht. Okay. Oh, es gibt hier was zu. Ah, da. Molly Finch. Oh, ihr Tagebuch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. So, sie wachte auf. In der Nacht. Jetzt spielen wir. Ach, jetzt spielen wir Molly. Okay, jetzt spielen wir Molly. So, was haben wir denn hier? Das The Rennmausfutter. gerbil food was dry, but I didn't mind it. War trocken, aber es war mir egal. Sie hat Hunger. Okay, sie hat einfach Hunger. Gehen wir mal raus. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Also Mutti macht. Warum schließt sie die Tür ab? My Halloween candy was all gone. Oh, das ist natürlich jetzt ganz schade, ne? Aber warum schließt sie die Tür ab? Da können wir durch. Sollen wir den Fisch essen? Ich dachte schon daran. I thought about eating Christopher, but I held back. Okay. Nein, wir werden Christopher nicht essen.
Nein, nein, ja. Okay, so was haben wir hier noch? Okay. Sehr düster, ne? Sehr düster. Das Badezimmer. Haben die alle ein Badezimmer? Ist ja auch cool, ne? Da. I kept eating and eating. Was? Was ist das? Haben sie, sie haben die Zahnpasta rein? Was ist das? Was? Mein Gott, nicht doch. Okay, ich... I ate a lot of things that night. Okay, die sind aber nicht gut. Die sind aber nicht gut. Also ich glaube, die sind sogar giftig, ne? Spuck die wieder aus. Spuck die wieder aus. Da, los, rein damit. Das Schlimme ist ja, wir erleben ja die letzten... Then I heard chirping outside my window. Zwitschern draußen von meinem Fenster. Das sind ja, siehst du. Wir erleben ja die letzten Momente im Leben von denen. Von Molly zum Beispiel jetzt hier. Going back to her nest. Eine Rauchschwalbe. Machen wir die Tür auf. I reached out for her. And suddenly. Und plötzlich. Was? I was a cat. Wir sind eine Katze, okay. Wo ist der Vogel hin? Da hinten. Ah. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ja, wir sind ja immer noch hungrig, ne? Wir versuchen mal den Vogel zu fangen. Da brennt Feuer im Kamin. Es ist Weihnachten, höchstwahrscheinlich, ne? Da ist ein Weihnachtsbaum. Vogel, wo bist du? Ach, da. Ja, mit der Bimmel da. Mom and Dad didn't even look at me. Mom und Dad schaut mir nicht einmal an. Er denkt, du bist eine Katze, Mensch. Wo ist der Vogel hin? Hallo, Vogel, wo bist du? Na, wie cool ist das denn, ne? Ach, das ist die Garage. Die ist noch gar nicht fertig. So, wo ist der Vogel hin? Ich weiß gar nicht, wo er hin ist. Setzen wir hier den Weg fort, wie weit wir kommen. Wo ist der Vogel? Da oben ist er. Ach, da. Ja, ich komme jetzt. Warte mal, hier war noch ein Nest, ne? Da ist das Nest. Ach, guck einer an. The babies were all gone. Waren alle weg. Okay. Wir sind höchstwahrscheinlich ein bisschen zu langsam, mein Freund. I jumped and I almost got her. Hat sie fast erwischt. Ich hatte sie fast erwischt. Da ist sie doch. I could tell she was getting really tired. Ich spürte, dass sie sehr müde wurde. Wo ist sie denn jetzt? Da ist, ach, da ist sie. Aha, jetzt komme ich. Wie komme ich da denn hin? Oh, now Gott. I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Den Mama-Vogel essen. Okay, versuchen wir mal. Wir versuchen da mal hinzukommen. I gobbled her up. Oh! And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ah, jetzt haben wir eine Eule. Okay, eine Eule. Und auf der Suche nach was? Sie sucht ja irgendwas. Okay, mal gucken, ob wir was finden. Rabbits. Da. Kaninchen. Der hat Schwein gehabt. Oder der hat Hase gehabt. Gehen wir den nochmal zu fassen. Da ist er. Zack. Also. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up
and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Was Größeres zu finden, okay. Nehmen wir uns jetzt ein Reh vor oder so? A mama rabbit. Oh, da. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Jetzt sind wir ein Hai. Okay. Okay, wir sind ein Hai. Ja, komm mit. Ja, kommen wir irgendwie weg oder wie ist das jetzt? Hallo? Schwimm mal zurück. Mit dem Hai am Land ist, glaube ich, schwierig. Ah, jetzt, jetzt. Jetzt sind wir ein Hai. Der hat mächtig Fantasie, die kleine Lady, ne? I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. Okay, jetzt sind wir ein Hai. Alles klar. Guten Morgen, Laborratte. Schön, dass du reinguckst. Juicy seals. Ich wollte fette, saftige Seehunde. Da ist einer. Hab's. Sag mal, willst du nicht zubeißen? Schmeckt dir richtig gut, alter Freund. So, und jetzt? Da ist er. I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. War alles anders. Okay, was sind wir jetzt? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Überall Menschen, was? Jetzt sind wir ein Monster. Okay. I was big, but I moved real quiet. Ich war groß, aber ich bewegte mich lautlos. Ja, ah! Wartet. Das ist leicht brutal. Hast du recht. But also, I didn't. Aha. His belly was rusty. His belly was rusty. So, der singt nicht mehr. Wir haben den wahrscheinlich das mal aufgetrieben. Ist aber, also, finde ich kurios, das Ganze hier. Na, Kumpel? After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have. So I swam towards it. Schwamm mich in seine Richtung.
I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ein guter Geruch führt in ein altes Rohr. Okay, gut, dann werden wir erstmal folgen, das alte Rohr. Okay, sind wir jetzt im... Das Mordis... Closer and closer. Das ist Mordis Badezimmer. Jetzt sind wir wieder zurück in ihrem Zimmer. Da habe ich einen Ohrwurm. All my stomach started growling. Mein Magen fing an zu knurren. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Lecker sein werde. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Mhm. Wer macht das mal zu? Ah, so. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Also sie hat die, soweit ich das jetzt rauskriege, das ist Molly, 37 bis 47. 10 Jahre alt geworden. Da war doch gerade eine Katze, oder nicht? Okay, das ist ihre Fantasie. Die Krake da. Zum Beispiel, ich denke mal, I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Fühlt sich an, als Molly noch da wäre. Okay, guck mal, das ist der Hai. Wir waren dieser Oktopus, denke ich mal. Irgendwie sowas muss es gewesen sein. Das waren so die letzten Minuten von ihr. Und ich denke mal, dass sie, wie gesagt, im Badezimmer hat sie ja die diese Früchte da gegessen. Und die sind ja giftig. Ich denke mal, das ist denn, dass sie da hingerafft hat. Ist sie gestorben und hat ihre Mutti halt eben die Tür dicht gemacht. Ich meine, wir kommen hier ja nicht raus, ne? Tür ist dicht, also das wird nichts. Okay, wir suchen einen anderen Weg raus. Badezimmer wird auch nichts. Wir müssen, glaube ich, den gleichen Weg zurück, ne? Oder? Die können wir auch nicht. Okay, wie kommen wir denn jetzt raus hier? Hallo? Spiel gibt mal einen Tipp. Also Schwierigkeit. Aber auch die Katze gerade. Da ist die Katze, da draußen. Da war doch gerade die Katze, oder nicht? Na gut, gehen wir hier draußen mal. Draußen auf. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ja, die haben eine Katze adoptiert namens Molly. Da können wir nochmal reinschauen. Ist ja super detailliert das Ganze, ne? Absolut. Gefällt mir total. Alter Freund, da draußen gibt es auch noch so viel zu entdecken. So. Mach mal die Tür auf hier. Nein, mach mal die Tür auf. So, Fenster. Mach das Fenster mal auf. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Eulen und Hasen sind auch im Zimmer. Ja, stimmt. Ich verbrachte viel Zeit in diesem Zimmer. Okay, was haben wir denn hier? Was? Luffy. 52 bis 63. Ach, guck einer an. Mensch, das ist ja nicht schlecht, weil sie hat für... Das ist eine Schlange? Bob. 80, 84, nur 4 Jahre alt geworden. Okay. Mhm. Also sie hat für jeden ihrer Vögel und was sie hier so hatte, das hat sie das den Käfig da behalten und halt eben eine Kerze reingestellt. Die ist ja sehr... Ihr Bettchen.
We got along and it was a good place to hide from my mom. Okay, die Oma. Das ist die Oma. Barbara, Molly, Kelvin, Sam, Walter, Dawn, Gus. Gottes Willen. Also. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Okay, was Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Denkmal zu setzen. Ach, das sind die Gemälde. Die wird jetzt das Gemälde, was wir bei Molly gesehen haben. Das ist auch so eins. Sehr cool. Her room was like a museum. Ihr Zimmer war wie ein Museum. Sehr cool.